damit herzlich willkommen, ihr kleinen Nulpen, und es ist soweit gekommen. Ich wurde aus meinem Zimmer vertrieben und darf jetzt im Bad drehen. Das liegt daran, meine Freundin telefoniert gerade mit ihrer Mutter in meinem Zimmer und alle anderen Räume sind anderweitig besetzt. Das bedeutet, es bleibt nur noch mein Bad hier oben. Cool. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Und zwar sollte es heute ja einfach nur um die Gewinnspielauflösung gehen. Und ich kann euch so viel sagen, es gibt einen Gewinner ohne Losverfahren. Das fand ich schon mal sehr gut. Und ich war echt überrascht, dass die Antwort wirklich richtig gefunden wurde. Und andererseits, bevor wir das Gewinnspiel auflösen, habe ich noch eine ganz kurze Information für euch. Und zwar in Ori 1 und 2 habe ich jetzt gesehen, als ich es auf dem Handy angeguckt habe, dass man die Buchstaben so gut wie gar nicht sieht. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Sie sind einfach um einiges zu klein geraten und das tut mir auch sehr, sehr leid. Und deshalb möchte ich jetzt hier einfach mal kurz irgendwo die beiden Buchstaben einblenden, die heute in der Folge und gestern in der Folge kamen, sodass jeder hier auch die Möglichkeit hat, das Gewinnspiel noch weiter zu verfolgen. Die anderen Buchstaben werde ich dann ein bisschen größer machen und auch ein bisschen sichtbarer, sodass es dann alles wieder hinhaut und ja, das Wort vervollständigt werden kann. Für dieses Gewinnspiel heute habe ich mir überlegt, ich werde den Gewinner einfach mal anschreiben und fragen, was er denn haben möchte. Im besten Falle so Maximalwert 10 Euro. Und ansonsten gebe ich ihm einfach, wie bei dem anderen Gewinnspiel auch, einen 10 Euro Amazon-Gutschein oder eine 10 Euro Paysafe-Card. Ist ja perfekt zu Weihnachten, kann man entweder verschenken oder sich selbst beschenken. Ist ja dann jedem seine Sache. Auf jeden Fall werde ich jetzt den Gewinner droppen und gleichzeitig meine Haare revealen. Was so viel bedeutet wie enthüllen. Nur für Leute, die nicht so gut Englisch können. Und zwar suche ich jetzt mal schnell den Gewinner raus und ich kann euch auch gleich sagen, die Farbe ist nicht ganz so geworden, wie ich es wollte. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachfärben müssen, aber den Grundansatz erkennt man. Und wie gesagt, einer hat ja auch eine richtige Antwort geschrieben. Und zwar ist der goldene Gewinner, Trommelwirbel, Radium 5 mit der Antwort so etwas ähnliches zwischen Grau und, oder Silber und Weiß, oder Grau und Weiß. Und ja, es soll silbergrau sein. Wie gesagt, ich muss nochmal nachfärben, aber grundsätzlich stimmt die Antwort und dementsprechend schreibe ich dich an oder du mich. Wir versuchen uns irgendwie in Verbindung zu setzen und dann, ja, werden wir einfach abklären, ob ich dir irgendwas zukommen lassen soll im Wert von 10 Euro oder ob du sagst, ich nehme lieber einen Amazon-Gutschein, Paysafe-Card und dann werde ich die natürlich alsbald rausschicken. Ich werde das Ganze wahrscheinlich auch noch mit aufnehmen bzw. filmen, sodass im Prinzip alle auch wissen, dass ich das wirklich gemacht habe. Jetzt maut mein Kater hier draußen. Schnauze! Nein! Komm. Für die Klicks. Für die Klicks. Hier ist der dicke Gary, der dicke Garfield, der nicht so Bock hat auf ein Video. Bäh, der hart viel zu viel. Genau, und damit habe ich das Gewinnspiel aufgelöst. Ich habe das Gewinnspiel das weitere erklärt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns diese Woche Samstag bei einem weiteren Video. Ich weiß noch nicht, was ich bringe, aber es wird auf jeden Fall bestimmt ein echt cooles Video. Ansonsten sehen wir uns ja weiterhin täglich inzwischen. Wow! Bis Weihnachten in Ori. Wer die erste Folge gesehen hat, ich fand sie echt gut eigentlich so vom Spiel her. Ansonsten hätte ich es nicht hochgeladen und auch nicht gespielt. Ja, und ansonsten denke ich, war's das. Ich habe jetzt hier genug den Miguel Pablo gemacht und im Bad gedreht. Ich hoffe, dass ich das nächste Video außerhalb des Bades drehen kann. Ich bin mir nicht so sicher. Wer weiß, welche Zimmer dann besetzt sind. Ich habe ja gehofft, dass ich unten im Zimmer meiner Schwester kurz drehen kann. Aber die hat auch gerade eine Freundin da. Also Tip-Top-Moment zum Aufnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns in einer Stunde, wenn alles klappt, um 19 Uhr. Ansonsten vor einer Stunde haben wir uns gesehen. Aber nein, das hier soll ja um 18 Uhr kommen. Wir sehen uns in einer Stunde zu einer Folge Ori. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen, sagt euer Krios. Wir hören uns, wir sehen uns. Ich habe mich wahrscheinlich schon wieder 700 Mal wiederholt, aber das ist mir egal. Bis dann. Tschüss.